Ja, ist natürlich sehr, sehr emotional gewesen für mich. Das Ganze, was da los ist, hätte ich mir so natürlich nicht erwartet. Ich bin unheimlich dankbar, dass so viele Leute da sind. War schön, aber hat es mir da oben auf der Bühne nicht leichter gemacht, die ganze Geschichte. Viele Weggefährten waren da von dir, Freunde, Bekannte, Mitspieler, Fans. Für mich war es einfach diese, dass so viele Menschen kommen, um mir bei meinem Abschied beizuwohnen, war einfach etwas, womit ich nicht gerechnet hätte. Muss auch sagen, dass so viele Medienvertreter da waren, mit dem hätte ich auch nicht gerechnet. Aber ja, es zeigt mir natürlich auch irgendwie, dass ich in den letzten 16 Jahren nicht alles falsch gemacht habe. Mit welchen Gefühlen bist du heute aus dem Bett gestiegen in der Früh? Um ehrlich zu sein, ich habe eigentlich fast nichts geschlafen heute Nacht. Bin dann relativ früh zum Training gefahren. War schon das erste Mal in der U-Bahn wirklich sehr, sehr traurig. Und denke, dass da wahrscheinlich Leute drin gesessen sind, die sich gedacht haben, oje, hoffentlich tut er sich heute nichts an. Aber jetzt habe ich den ersten Teil hinter mir und bin ein bisschen erleichtert. Und das gehört einfach dazu, irgendwann Danke und Servus zu sein. Wenn du auf dieses wunderschöne Trikot blickst, wie schaut da deine Gefühlswelt aus? Hättest du gedacht, die Ära Steffen Hofmann wird so lange dauern beim SK Rapid? Nein, natürlich nicht. Es wär auch gelogen, wenn ich sagen würde, ich bin dahergekommen, um für immer zu bleiben. Habe ich relativ schnell gemerkt, und dass das passt hier für mich. Dass ich gut zu diesem Verein passe, aber auch, dass dieser Verein wunderbar zu mir passt, zu dem, für was ich stehe. Und deswegen, glaube ich, hat sich das dann auch so entwickelt. Natürlich hat es dieses halbe Jahr bei 60 gegeben, das vielleicht nicht ideal war. Aber im Endeffekt hat es das vielleicht gebraucht, um dann wirklich meine lange Karriere bei Rapid auch so umzusetzen, wie es dann gekommen ist. Wie geht es jetzt weiter bei dir? Ja, jetzt morgen früh Training, Samstag Training, Sonntag Spiel. Ganz normal. Und in 2 Wochen, was wartet dann auf dich für Aufgaben? Ja, dann fange ich an, in meinem neuen Job zu arbeiten. Und auch, muss gestehen, auf das freue ich mich sehr. Ich glaube, dass wir wirklich einige talentierte Jungs in unserer Akademie haben und auch in der Zweiermannschaft und auch noch bei den Profis. Und dann eben mit ihnen zu arbeiten, wie das dann genau ausschauen wird, wird man sehen, ob das nur außerhalb des Platzes oder auch auf dem Platz ist. Wird mir mit Sicherheit eine große Freude bereiten und kann über eine gewisse Zeit sicher auch eine ganz wichtige Aufgabe für den Verein sein.